Redneck. Hi, ich bin Sam und ich zeige dir heute drei coole Produkte, mit denen du im Low-Budget-Bereich wirklich sehr schöne Effekte erzielen kannst. Eines der wichtigsten Dinge beim Film ist natürlich das Licht, entweder um rauschfreie Ergebnisse zu halten oder einfach um schönen Looks zu erzeugen. Ich benutze das LED-Panel von Neua, das CN160, und das seht ihr auch schon hier hinter mir. Ich habe mir noch für 9,99 € Farbfolien dazu gekauft und finde, dass das wirklich sehr schöne Looks ergibt. Und für 25 € macht ihr mit dem Panel auf jeden Fall nichts falsch. Was ist, wenn ihr keinen Bock habt, euer Mikrofon die ganze Zeit in der Hand zu halten oder das Licht auch irgendwo hinstellen wollt? Da braucht ihr natürlich ein kleines Stativ, aber so ein großes Kamerastativ zu benutzen ist natürlich Schwachsinn. Die meisten denken jetzt an einen Gorillapod, aber mir war der doch schon ein bisschen zu teuer. Ich habe zu einer etwas günstigen Variante gegriffen, ist zwar viel kleiner und hält auch nicht so viel Gewicht, aber für mich reicht das komplett aus. Zum Beispiel, ich halte gerade meinen Zoom H1 da drauf, der nimmt den Ton auf. Das ist für 11 € ein ziemlich guter Deal. Und ja, mir gefällt das kleine Stativ wirklich sehr gut. Ohne sie ist eure Kamera nicht zu gebrauchen und es nervt wirklich, wenn sie leer sind. Worüber rede ich? Natürlich, über Akkus. Da gibt es eine ganz lustige Story. Meine Kamera ist nämlich gerade schon mal beim Versuch, das Ganze hier aufzunehmen, ausgegangen, weil der Akku leer war. Und das hat mich ziemlich aufgeregt. Ich kann euch jedenfalls nur wärmstens empfehlen, 2 bis 3 Akkus auf jeden Fall dabei zu haben, weil es nervt wirklich so sehr, wenn die einfach leer sind und ihr noch unbedingt was Cooles filmen wollt. Deswegen immer dran denken. Was schade ist, ist, dass die Akkus der Hersteller so teuer sind. Also für einen Akku gibt man da gut und gerne mal 50 € aus. Deswegen greifen die meisten zu Nachbau-Akkus. Aber da gibt es halt sehr viele schlechte. Ich verlinke euch mal unten in der Beschreibung 3 gute Hersteller, die wirklich annehmbare Akkus produzieren. Und ja, das sind auch die, die ich benutze. Ja, jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, du hast bis zum Ende durchgeguckt und entschuldige mich bitte, ich habe wirklich lange kein Video mehr aufgenommen. Deswegen kann es sein, dass ich mich öfters versprochen habe, aber ich versuche wieder in Routine zu kommen und dann wird das Ganze hoffentlich auch wieder besser. Ja, damit würde ich das Video auch schon beenden und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ciao.